Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Wir haben mal wieder einen China-Eigenimport hier und zwar unter dem Label Brick Panda. Ich habe noch keinen anderen Hersteller rausgefunden, auf der Seite wird gar keiner genannt und auch auf dieser Verpackung findet sich nichts außer diese Brick Panda Bezeichnung. Ob wir natürlich dann drin noch irgendwo einen anderen Hersteller finden, sehen wir, wenn wir es dann gleich aufmachen. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um einen M4 Medium Tank. Er hat jetzt keinen Lizenznamen oder einen Namen von einem echten Panzer als Vorbild, aber M4 Medium Tank lässt natürlich schon darauf schließen, dass das hier einen Sherman darstellen soll und der Panzer sah auch auf der Website zumindest grob wie ein Sherman aus. Auf jeden Fall nicht 1:1, aber zumindest grob orientiert soll der daran sein. Wer also einen Panzer für ein Diorama braucht, der nicht hundertprozentig echt sein muss, sondern nur um die Kulisse zu vervollständigen, für den könnte das etwas sein, denn dieser Panzer mit knapp 550 Teilen kostet nur um die 13 Euro, wenn man es aus China selbst importiert. Ich mache das Ganze jetzt auf jeden Fall mal auf. Das wird hier in einer Tüte geliefert, die man wieder auf- und zumachen kann. Und dann haben wir hier drin die Anleitung und die Teiletüten. Die Teiletüten scheinen auf jeden Fall sortiert zu sein. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob es hier auch Bauabschnitte gibt. Die Anleitung ist eine wirklich billige Auffaltanleitung. Die Druckqualität ist in Ordnung, aber das fühlt sich alles nicht gut an. Und so super hochwertig ist jetzt die Darstellung nicht. Hier werden auch sehr viele Bauschritte auf einen kleinen Raum gepresst und insgesamt haben wir 139 Bauschritte. Die Abbildungen könnten auf jeden Fall größer sein, gerade wenn es hier um den Gesamtpanzer geht. Was ich auch noch sehr billig finde, das sind einfach so einzelne Seiten, die hier reingelegt wurden, drei an der Zahl. Das ist nicht mal eine Anleitung am Stück. Also das ist wirklich komplett gespart. Ich meine, irgendwo muss der Preis auch herkommen. Deshalb stört das mich jetzt nicht so extrem, wenn es sich danach gut bauen lässt. Denn am Ende zählt ja das Modell und nicht unbedingt die Anleitung. Das sind aber schon mal so erste Anzeichen, wo auf jeden Fall gespart wurde. Ich hoffe natürlich, dass die Anleitung dann wenigstens sachlich richtig ist. In der Anleitung findet man selbst aber keine Bauschrittunterteilung. Ich werde die Tüten mal aufmachen, sodass ich erst 1:1 öffne und dann 1:2. Eventuell ist es auch so, dass man eben erst die eine Tüte leer baut und wenn diese Tüte dann vollständig verbaut wurde, die nächste öffnet. In der Anleitung gibt es dazu auch wie gesagt keinen Hinweis und ich persönlich finde es immer viel schöner, wenn es dazu einen Hinweis in der Anleitung gibt. Ich werde natürlich im Bau nochmal berichten, ob es dann wirklich so ist. Auch über die Steinequalität werde ich natürlich berichten und ob man anhand der Steine rausfinden kann, welcher Hersteller hinter diesen Steinen steckt. Und um das herauszufinden, fange ich jetzt auch an zu bauen und dementsprechend sehen wir uns nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach 31 Bauschritten wieder, wo wir schon das Fahrwerk soweit gebaut haben und den Anfang von der Panzerwanne. Von der Teilequalität bin ich bisher wirklich nicht überzeugt. Warum genau, können wir gerne im nächsten Bauschritt mal drüber reden. Denn die möchte ich gerne noch ein Stückchen länger beobachten. Die Tütennummerierung macht meines Erachtens nicht allzu viel Sinn, denn als erstes habe ich zwar die 1:1 gebraucht, soweit so gut, danach musste ich die 1:3 öffnen, danach die 1:4 und danach die 1:2. Ich weiß nicht, was sie sich bei den Tütennummerierungen gedacht haben, aber immerhin passt zumindest die erste Zahl davon. Das Fahrwerk besteht aus vielen kleinen und auch filigranen Teilen. Das macht durchaus vom Aussehen etwas her, ist aber überhaupt keine Freude zu bauen. Und das liegt vor allem daran, dass die Anleitung bisher wirklich grotesk schlecht ist. Die Reihenfolge, wie hier Sachen gebaut werden, macht teilweise überhaupt keinen Sinn. Ein Beispiel davon sind diese Laternensteine, an denen wir dann diese Fahrwerksdeko befestigen. Denn das sind zwei einzelne Laternensteine pro dieser Fahrwerksdeko und die sollen wir laut Anleitung erst reinsetzen und dann am Modell bebauen. Da kommt man aber super schlecht dran, weil ja diese Teile hier schon dran sind und dann bricht einem das immer mal wieder weg und fällt ab vom Modell. Ich würde euch deshalb empfehlen, nehmt die zwei Laternensteine und bebaut sie außerhalb des Modells und setzt sie dann wirklich einzeln erst ein. Damit erspart ihr euch sehr viel Ärger und so viele Stellen gibt es sehr oft in dieser Anleitung, dass die Anleitung so wie es dort gefordert ist überhaupt keinen Sinn macht. Also man sollte auf jeden Fall ein wenig mitdenken können, dass es überhaupt kein Einsteigerset. Also es gab bis hierhin schon einige Unwegsamkeiten. Ich bin natürlich trotzdem gespannt, wie es weitergeht und baue deshalb jetzt auch weiter und wir sehen uns im nächsten wichtigen Bauschritt wieder.
Und wir sehen uns das nächste Mal nach Bauschritt 90 wieder. Ihr seht schon, es ist wirklich sehr vorangegangen. Und man kann dem Set eines nicht absprechen. Und das ist, dass hier wirklich viele schöne Details drin sind, die vor allen Dingen baulich gemacht worden sind und nicht über irgendwelche Formteile. Das ist auf jeden Fall ein positiver Punkt. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe meine Probleme mit der Anleitung und die sind geringfügig besser geworden. Sie macht an manchen Stellen nicht unbedingt Sinn, aber sie lässt sich so bauen, wie es in der Anleitung gezeigt wird. Das ist nicht mehr so schlimm wie beim Fahrwerk gewesen, aber trotzdem echt keine gute Anleitung. Ich habe dazu auch einen Verdacht und den Verdacht werde ich auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Und wenn sich dieser Verdacht bewahrheitet, könnte sich die ganze Grundstimmung des Videos mit dem finalen Panzer nochmal sehr verändern. Da erzähle ich euch natürlich dann gleich noch mehr drüber. Aber ich habe ja versprochen, ich rede mit euch nochmal über die Teilequalität, wo ich auch meine Probleme dabei hatte. Und das liegt vor allem an deren Aussehen. Die Verbaubarkeit ist okay und die Klemmkraft ist auch okay. Es fühlt sich nicht so gut an wie Lego oder wie GoBricks, aber es ist jetzt auch nicht katastrophal, die Steine lassen sich verbauen. Mein Problem habe ich eher mit so manchen Stellen. Das sind teilweise schlecht entgratete Teile, die aber dann im Laufe des Baus zum Glück gut unter- oder überbaut wurden, sodass der Grat am Ende nicht mehr gestört hat. Aber wir haben auch sehr offensichtliche Angusspunkte, ihr seht das Ganze. Und das Schlimmste, was ich am Aussehen auszusetzen habe, sind die vielen verschiedenen Grautöne. Wenn ihr hier mal reinschaut, das sollte eigentlich alles derselbe Grauton sein. Und es ist eher eine Ausnahme, wenn der Grauton wirklich mal stimmt, als es die Regel ist, dass wir hier den gleichen Grauton haben. Ich konnte leider auch den Hersteller der Steine noch nicht anhand von den Teilenummern rausfinden. Ich denke aber auch, dass das hier so ein Gemischtwarenladen, so ein Sammelsurium von Herstellern ist. Oder zumindest, wenn es ein Hersteller aus verschiedenen Fabriken gekommen ist. Denn so viele Farbunterschiede in ein und derselben Farbe habe ich echt noch selten gesehen. Außer eben bei Firmen, die von verschiedenen Herstellern die Steine nehmen und dann zum Set zusammenpacken. Also bisher ist das Set auf jeden Fall keine totale Katastrophe, aber es steht echt auf Messerschneide, ob ich euch das Ganze empfehlen kann. Und um rauszufinden, ob ich es euch empfehlen kann und ob es sich vielleicht im letzten Abschnitt nochmal verbessert, baue ich es natürlich jetzt zu Ende und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Panzer wieder. Und damit ist er auch fertig, der M4 Medium Tank. Allzu viel Neues ist nicht mehr dazugekommen, außer natürlich der Geschützturm. Der war von der Anleitung der beste Teil. Es waren zwar auch hier wieder ein paar etwas verwirrende Passagen drin, aber das hat alles funktioniert. Wie ihr auf den ersten Blick seht, leider ist hier auch die Steinequalität kein Stück besser geworden. Also gerade die Farbabweichungen sind wirklich, wirklich extrem. Funktionsmäßig habt ihr gerade schon gesehen, den Geschützturm kann man drehen, das geht auch um 360 Grad, der bleibt nirgendwo hängen. Man kann das Geschütz an sich nach oben und nach unten verstellen, aber das sehr eingeschränkt. Und die Ketten würden sich mitbewegen, auf diesem Tisch leider nicht. Ich habe es aber auch mal auf einem Teppich probiert und auf einem Laminatboden, der noch mal ein bisschen mehr Grip bietet und da hat es dann funktioniert. Kettenmäßig ist hier eine kleine Besonderheit dabei, denn insgesamt werden hier 232 Kettenglieder benötigt. Das ist natürlich eine unglaubliche Menge und macht einen Großteil der Teileanzahl aus. Das liegt vor allem logischerweise daran, dass die Kettenglieder sehr klein sind und dass wir hier pro Seite zwei einzelne Ketten aufspannen und damit natürlich hier auf eine immens große Teileanzahl durch die Ketten kommen. Die laufen auch so einzeln, wie gesagt, ganz gut mit, aber bei dem Endgegnertisch haben sie keine Chance. Der Spaßfaktor, der dahinter steht, so viele Kettenglieder zusammenzustecken, den könnt ihr euch aber, denke ich, auch vorstellen. Das hat sich ein wenig in Grenzen gehalten. Meine Vermutung, warum die Anleitung so undurchdacht ist, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Denn ich habe vermutet, dass es sich hierbei eventuell um ein geklautes Mock handeln könnte, habe da auch die verschiedenen Seiten durchgeschaut, nach M4 Schirmenpanzern oder nur Schirmenpanzern und ähnlichem. Und dabei habe ich dieses Set hier nicht gefunden. Es gibt zwar auf Rebrickable einen Mock, bei dem sich gerade die Konstruktion von dem Fahrwerk sehr ähnelt, wenn nicht sogar fast die gleiche ist und auch dieser Aufbau hier sehr ähnelt.
Ich habe den Mock-Designer aber angeschrieben und habe ihm auch diese Anleitung hier zur Verfügung gestellt. Denn man hat schon auf dem Bild gesehen, es ist nicht 1:1 dieses Mock. Da sind, wenn, auf jeden Fall Änderungen vorgenommen worden. Und deshalb wollte ich den Mock-Designer fragen, ob seine Anleitung mit der hier irgendwas zu tun haben könnte. Und der Mock-Designer hat sich das angeschaut und hat mir glücklicherweise bestätigt, dass dieses Set, wenn überhaupt, nur nach seinem Vorbild eventuell gebaut worden sein konnte, aber die Anleitungen grundlegend und auch die Bautechniken nicht viel miteinander zu tun haben. Hier sind auch schöne Bautechniken dabei, gerade um diese Schrägen hinzubekommen. Aber die sind zumindest von diesem Mock-Designer nicht geklaut und ein anderes, wirklich so ähnliches Mock wie das von diesem Mock-Designer konnte ich auch nicht mehr finden. Zu dem Panzer haben wir dann noch einige Ersatzteile. Da sind eigentlich auch wirklich brauchbare Teile dabei. Die Qualität ist von den Ersatzteilen auch in Ordnung. Grundlegend, wie gesagt, verbaubar waren sie auch gut. Die Farbtreue ist halt schlecht. Und die schlecht entgradeten Teile sind dann eher Einzelfälle. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Träger mit Ausrüstungen. Das ist jetzt nicht das Riesenhighlight, aber es ist eben mit dabei. Und ich bin bei diesem Panzer hier wirklich zwiegespalten, wie es ja auch schon im Bau war. Das war so ein Auf und Ab der Gefühle. Denn alles, was an diesem Panzer gut ist, wird an einer anderen Stelle so ein wenig zunichte gemacht. Ich finde die Konstruktion des Fahrwerks richtig, richtig gut. So kleinteilig und die macht auf jeden Fall was her. Das sieht gut aus. Gleichzeitig ist aber die Konstruktion in der Anleitung so schlecht dargestellt, dass das Bauen nicht so wirklich Spaß macht. Ich finde auch die Form sonst hier wirklich gut getroffen für diesen Maßstab. Und ich finde, dass hier auch schöne Teile und schöne Bautechniken verwendet worden sind. Das wird einem aber gewissermaßen wieder durch das Aussehen der Teile vermiest, weil wir hier bestimmt 8 verschiedene Grautöne drin haben, wenn das überhaupt reicht und man hin und wieder auch mal ein schlecht entgratetes Teil dabei hat. Wie gesagt, es ist so ein Auf und Ab der Gefühle. Generell kann ich dieses Set aber trotzdem empfehlen, wenn man mit diesen Farbabweichungen der Teile gut leben kann. Denn wie gesagt, die Konstruktion ist sehr gut, der Preis ist wirklich, wirklich gut und am Ende hat man einen wirklich ansehnlichen, in Anführungsstrichen, Sherman-Panzer, den man sich irgendwo in ein Diorama stellen kann und der auf jeden Fall durch seine teilweise filigranen Bautechniken auch gut aussieht. Ein Set zum Spielen ist es aber nicht unbedingt. Aber sind wir ehrlich, wie viele solcher Panzer hier werden zum Spielen genutzt? Wenn ihr also über die etwas schlechtere Teilequalität hinwegschauen könnt, habt ihr hier ein gutes Set. Wie gesagt, es sollte aber auf jeden Fall nicht das erste Klemmbaustein-Set oder das erste Panzerset sein, das ihr baut. Denn sonst werdet ihr an dieser Anleitung hier verzweifeln und über die generelle Qualität der Anleitung einfach solche Blätter reinzuwerfen mit solchen kleinen und wirklich nicht gut gedruckten Abbildungen, brauchen wir auch nicht reden. Hier wurde natürlich hinten und vorne gespart, um den Preis zustande zu bekommen. Wenigstens ist es aber, wie gesagt, kein geklautes Mock und deshalb kann ich es euch guten Gewissens empfehlen. Hätte sich herausgestellt, dass es hier wirklich ein geklautes Mock ist, dann hätte ich es euch nicht empfehlen können. Und falls ich irgendwas bei meiner Recherche jetzt übersehen habe, zwecks Vorbilder, die Mocks sein könnten, und ihr kennt vielleicht ein Mock, das genau wie dieses ist, außer dieses eine auf Replicable, was wie gesagt vom Fahrwerk ähnlich ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, damit ich da vielleicht noch irgendwo eine Klarstellung machen kann, wenn es hier doch ein geklautes Mock ist, weil dann würde ich dafür nie eine Kaufempfehlung geben. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst gern wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wie immer, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.